Hallo meine Lieben. Ja, willkommen heute hier am Sonntag. Ein bisschen einfach mal so. Ich war zwar unterwegs jetzt die Tage, aber ich war auf der Kieler Woche unterwegs und ich hatte mein Handy auch nicht mit, war mit Freunden unterwegs. Irgendwie hatte ich in der Zeit keine Lust, unterwegs zu filmen. Außerdem war ich auch nicht viel außerhalb des Zimmers. Ich war schon mal so hier, aber ich habe selbst das Deutschlandspiel, habe ich irgendwie keine Lust gehabt, draußen zu gucken. Warum ist ja klar. Ich meine, auch wenn man das Ganze kopfmäßig irgendwie beendet hat, ist es natürlich trotzdem nicht so einfach, wenn da immer noch Gefühle sind. Man vermisst den anderen, man vermisst es einfach auch, einfach jemanden zu haben. Man vermisst auch einfach sehr stark die Sache an sich. Und das ist dann natürlich nicht so einfach. Außerdem habe ich mich natürlich in letzter Zeit hauptsächlich mit sowas hier beschäftigt. Ich konnte es mir zeitlich einfach nicht leisten, jetzt auf die Kieler Woche zu ziehen für das Deutschlandspiel, weil dann bleibt man ja doch wieder da und man muss früher los und so weiter. Ich hätte mit Malte hier im Kino gucken können, aber das hätte dann einfach doch wieder so viel Zeit genommen. So habe ich das Spiel ganz gemütlich hier geguckt, konnte nebenbei ein bisschen was machen. Das Spiel war jetzt ja jetzt nicht so der Super-Burner-Knaller. Ich fand es aber eigentlich ganz cool zu gucken. Also das Ergebnis hätte besser sein können, weil ich fand das Spiel an sich ganz schön. Nicht so wie Russland-Belgien, das war mit eins der langweiligsten Spiele. Belgien hat jetzt ganz am Ende jetzt ein Tor geschossen, ansonsten waren beide richtig schlecht. Also alle immer mit Belgien und Geheimfavorit. Die Russen waren richtig schlecht und dann Belgien nur ganz knapp so ein 1-0, auch nicht wirklich souverän. Ja, dann mal kurz, was habe ich mir in letzter Zeit gekauft? Ich habe mir hier einmal geholt The Legend of Zelda Skyward Sword mit diesem anderen Design aus dem Ausland. Das ist das US-Cover. Dann Paper Mario Sticker Star. Ich habe es einfach mal geholt, weil es lag dafür 5 Euro rum aus so einem kleinen Mini-Flohmarkt. Für 5 Euro nehme ich das doch mit. Ob ich spielen werde, weiß ich gar nicht. Beim gleichen Händler habe ich dann noch die Spiele hier gekauft. The Legend of Zelda, die 2 Bonus-Disc Dingsbums hier, ist auch eigentlich viel teurer als da. Und Mario Party 9 für 15 Euro habe ich mir auch mal mitgenommen, weil jetzt habe ich sie endlich mal alle da. Die Mario Party Spiele. Dann habe ich mir noch den neuen Fairy Tail geholt und fand ihn richtig gut. Hat mir richtig Spaß gemacht, den zu lesen. Auf jeden Fall hat das echt Bock gemacht mit diesem Turnier und den ganzen neuen Gilden und die ganzen neuen Charaktere, die da so eingebracht werden. Gefällt mir echt gut. Und dann habe ich mir noch 3 Filme mitgenommen. Einmal Gladiator mit dieser Special Edition, weil ich den schon immer mal in der Originalfassung gucken wollte und mit Audiokommentar. Ich liebe Gladiator. Dann habe ich mir 7 geguckt, den werde ich mir gleich noch nebenbei reinpfeifen. Und habe ich neulich schon nebenher geguckt, Sin City, den wollte ich auch schon immer mal auf DVD haben. Total coole Filme. Jeweils für 3 Euro mitgenommen, lagen da so rum. Ja, ansonsten etwas Persönliches. Ich weiß nicht, ob einige haben das auf Facebook bestimmt schon gesehen. Da habe ich gepostet, dass für mich klar geworden ist, dass ich nicht mehr wirklich lange in Kiel bleiben möchte. Ich weiß nicht, wie es beruflich bei mir da aussehen wird, ob das möglich sein wird. Erstmal bin ich so ein bisschen an Kiel gebunden beruflich, aber ich werde natürlich meine Augen offen halten in der Richtung. Ich meine, ich will bei Penny bleiben, das ist auf jeden Fall klar. Generell in der Rewe-Gruppe bin ich sehr glücklich. Aber es gibt ja auch woanders Penny-Märkte. Und wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, wenn es dann um den eigenen Markt geht und um das Zusatzstudium, wenn ich das dann da in der Heimat machen könnte, dann würde ich eher gerne in die Heimat zurück. Ich habe diesen Gedanken schon länger gehabt. Ich habe den nur für Manon ein bisschen beiseite geschoben, weil sie dort überhaupt nicht glücklich gewesen wäre. Und klar geht man in einer Beziehung Kompromisse ein. Und das wäre so ein Kompromiss gewesen, dass ich sage, okay, ich kann auch einfach woanders hin. Erstmal kann man auch in Kiel bleiben, dann vielleicht eher so Richtung Schwerin, da wo sie eher herkommt. Oder einfach ganz woanders hin. Aber ich habe schon länger so gemerkt, dass Kiel nicht so die Stadt ist, wo, ich sag mal, ich habe es geschrieben, um es mit den Worten des kleinen Bären von Janosch zu sagen, damit, oh wie schön ist Panama. Ich habe nicht das Gefühl, dass in Kiel mein Glück liegt. Ich scheine hier, was Frauen angeht, nicht glücklich zu werden. Im Moment bin ich es jedenfalls natürlich nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, jetzt irgendwie auch nicht mehr, dass die Richtige hier in Kiel auf mich wartet und dass Kiel die Stadt ist, wo ich bleiben sollte. Es ist eine schöne Stadt, es hat während des Studiums sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte damals im Studentenwohnheim eine wunderschöne Zeit, wo ich auch einfach 1000 Leute und Freunde um mich rum hatte. Jetzt sind einfach so viele meiner Freunde nicht mehr hier. Ich habe wirklich eine sehr, sehr überschaubare Zahl an Freunden, die überhaupt noch hier in Kiel sind. Der Rest, die sind alle weggezogen, alle so nach Hamburg rein, Raum Hamburg, und viele meiner alten Freunde wohnen immer noch oder wieder in meiner alten Heimat und die vermisse ich, die Leute, und
Das ist ein Grund, warum es mich da wieder hinzieht. Da ich einfach, wenn ich da südlich von Hamburg bin, es ist ein Unterschied, ob du 1,5 Stunden nach Hamburg rein brauchst oder eine halbe oder dreiviertel. Man kommt da einfach viel besser irgendwie ran an das Ganze. Und dann in dem Bereich Lüneburg, Lauenburg, Geesthacht, irgendwo da möchte ich halt irgendwie wieder hinziehen. Idealerweise verdiene ich genug Geld mit YouTube und mit Dings zusammen, dass ich in das Haus meiner Eltern einziehen kann. Nur ist natürlich die Frage, ob ich einfach nur dafür arbeiten möchte und dann, ich meine, so ein Haus kostet. Ja, so ein Haus kostet so ein Scheinchen im Monat, auf jeden Fall. Vielleicht jetzt nicht rein Miete, vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da direkt 1000 Euro Miete zahle, aber mit den ganzen Extrakosten, die so ein Haus mit sich bringt, ist da locker ein Scheinchen mal weg bei diesem Haus. Und dann bleibt schon noch genug über, um zu leben, aber halt nicht so viel, dass ich dann sagen kann, ja, dann kaufe ich mir noch ein schönes Auto und dann mache ich noch das und das. Alleine so ein Haus ist auf jeden Fall ein bisschen teuer. Ja, vielleicht zieht meine Schwester mit ein, man weiß es noch nicht. Jedenfalls, das sind alles so Gedanken und Pläne, die bei mir im Moment so im Kopf rumgehen. Ich merke einfach, dass ich hier weg möchte. Jetzt sowieso. Ja, und vor allem, ich mag auch das Ländliche sehr gern. Ich merke das immer wieder, wenn ich in der Heimat bin. Das ist etwas, was zum Beispiel meiner Ex überhaupt nicht gepasst hätte. Dass ich auch mal zwischen den Städten und Dörfern über Landstraße fahre. Dass ich Dörfer in der Nähe habe, wo ich auch einfach mal, wenn ich Bock drauf habe, zum Milchbauern fahren kann und mir eine Flasche Milch direkt von der Kuh irgendwie holen kann. Dass ich über Dörfer spazieren gehen kann oder in die Wälder reinfahren kann oder später mit Kindern, keine Ahnung, Baumhäuser bauen kann und sowas. Sowas hat man hier so direkt in der Stadt nicht so. Oder? In der Stadt ist schön und praktisch, so für einen Junggesellen, so für einen Single. Klar, es ist praktisch, aber ja, wenn man da noch nicht mal das Gefühl hat, man wird hier glücklich in Kiel, dann sollte man wegziehen. Und das ist jetzt so etwas, was ich so Anfang, Mitte nächsten Jahres so langsam in Angriff nehmen werde. Und ja, also noch so ungefähr ein Jahr Kiel, maximal ein Jahr Kiel und dann geht's mal wieder woanders hin. Entweder in die Nähe, nach Lüneburg, so ein Neustart oder ein Neustart in meiner alten Heimat, Lauenburg oder so. Mal gucken. Ja, ansonsten wollte ich euch noch sagen, ich bin jetzt die Woche über halt auf Seminar in Norderstedt wieder. Das heißt, in der Woche werde ich nichts filmen. Ich habe 2 Videos nicht gelistet hochgeladen. Das andere müsste jetzt auch bald fertig sein mit Rendern. Dann kann ich anfangen, das hochzuladen. Dann kann ich diesen Vlog hier hochladen. Ich werde auf jeden Fall im Laufe des Seminars was filmen. Ich weiß nicht, ob ich zwischendurch wieder in diesen Fitnessbereich da gehen kann, ob ich die Zeit haben werde. Ich bezweifle es stark. Aber falls, dann werde ich mich da mal melden. Ich werde bestimmt auch mal zwischendurch auf meinem Gute-Laune-Profil mal irgendwas posten oder sowas. Oder vielleicht finde ich ja wieder witzige Bilder, wie beim letzten Mal mit der Gute-Laune-Zone da. Ja, ansonsten sehen wir uns zum Wochenende. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Ihr hattet ein schönes Wochenende. Mich würde natürlich auch interessieren, ob ihr solche Gefühle, wie ich schon mal hattet. Ich meine jetzt nicht das mit der Beziehung, dass es mir da nicht gut geht, sondern diese Gefühle, dass ihr auf einmal spürt, ihr müsst woanders hin. Oder das hier ist nicht der Ort, wo ihr glücklich werdet. Ja, ich freue mich über Kommentare. Euer Tim sagt tschüss, bis zum... Achso, und nochmal vielen Dank beim letzten Vlog für die ganz netten Kommentare, dass ihr sehr viel kommentiert habt, was meine Ex-Freundin und ihre Probleme mit meiner Zuneigung zu Nintendo. Was ihr da so geschrieben habt, das war wirklich interessant. Macht wirklich Spaß, mit euch über solche ernsten Dinge auch mal zu diskutieren. Hier habt ihr ein neues Thema. So, jetzt aber. Ciao.